Liebe Freunde, durch unsere grandiose Politik, Merkels Politik war auch eine Katastrophe, aber die Ampel ist ja nun der absolute Weltuntergang, wird Deutschland zunehmend deindustrialisiert. Und ich kann Sie mal am Beispiel der Automobilindustrie zeigen, wo es da lang geht. Sie wollen mehr wissen? Jetzt geht's los. Ja, wenn wir einen Blick auf die deutsche Automobilindustrie werfen, die ungefähr 15 Millionen Autos produziert, 10 Millionen rund Volkswagen, 2,5 Millionen jeweils Mercedes und BMW, die anderen wie Audi und so weiter, Porsche gehören ja zu Volkswagen, nicht, dass Sie da glauben, da müsste noch was kommen. Und dann haben wir noch Ford und Opel in Deutschland, die glaube ich zusammen so 500.000 Autos produzieren. Also die rein deutschen Automobilhersteller produzieren rund 15 Millionen Autos im Jahr. Ich zeige Ihnen gleich mal ein kleines Video, wie Sie sehen, wie sich die Produktion von Autos in Deutschland in den letzten Jahren verändert hat. Also von diesen rund 15 Millionen Autos wurden bis vor wenigen Jahren noch rund über 6 Millionen in Deutschland produziert. Also weit mehr als ein Drittel. Sie werden dann aber entdecken, jetzt in dem Video, was ich gleich anschließe, dass die Zahl bis auf teilweise 300.000 runtergegangen ist. Und jetzt hat sie sich wieder ein bisschen erhöht. Aber der Trend zeigt nach unten. Und wenn wir von diesen 3.300.000 dann noch die 500.000 Opel und Ford abziehen, dann produzieren die deutschen Automobilhersteller unter 3 Millionen Autos in der BRD. Sie tun das natürlich auch, dass sie in China produzieren oder in den USA, natürlich auch, um ihr Risiko zu diversifizieren und um auch eventuelle Einfuhrzölle herumzukommen, da die Autos ja im dortigen Land gebaut worden sind. Aber tendenziell geht es in der BRD immer weiter bergab. Und warum geht es bergab? Die Löhne sind sehr hoch. Gut, sind sie in den USA auch. Aber wir haben die absolut irrsinnigen und irrwitzigen Energiekosten. Teilweise ist Strom in Deutschland 10-mal so teuer wie in den USA. Vom Gas wollen wir auch gar nicht reden. Dann haben wir die ganze Irrmenge an Gesetzen, Restriktionen, Dokumentationspflichten, alles Mögliche. Und das führt natürlich dazu, dass immer mehr Betriebe abwandern und dass immer weniger Autos hier produziert werden. Und das ist ja ein Rattenschwanz ohne Ende. Wenn Sie hier weniger Autos produzieren, dann können auch die Automobilzulieferer hier nur weniger produzieren, weil sie in Deutschland nicht mehr so viel absetzen können. Die gehen dann vielleicht auch ins Ausland, die Automobilzulieferer, und produzieren dann vor Ort, wo BMW, Mercedes und Volkswagen jetzt schon sitzen. Ja, so sieht's aus. Und der deutsche Markt an sich schrumpft ja sowieso, weil die Leute zunehmend unter immer weniger Kaufkraft leiden, weil eben alles immer teurer wird. Und so geht dieser Industriestandort langsam aber sicher den Bach runter. Und ja, und die Stromproblematik wird sich ja noch weiter erhöhen. Ja, liebe Freunde, es sieht nicht gut aus. Sehen Sie sich das Video mal an. Das ist nur ein kleines, kurzes Video, aber es zeigt sehr deutlich, wohin die Reise geht. Man könnte sicherlich auch zu vielen anderen Standorten oder Produktionsbereichen Videos machen. Denken Sie mal an die Chemieindustrie, BASF, Bayer, alles haut ab. Alles haut ab. Am Ende wird hier nicht mehr viel bleiben. Dann sind nur noch wir hier und unsere zugereisten Fachkräfte. Aber die werden irgendwann das Land dann auch verlassen, wenn es hier nichts mehr zu verteilen gibt. Also insofern lösen sich die Probleme dann gegenseitig. Aber gut, ich will Sie ordentlich frustrieren. Bis zum nächsten Video.